Hallo und herzlich willkommen zurück zu Blood Omen 2. Im letzten Part haben wir ja voll gefailt gehabt, weil Kane dachte, er müsse die Wachen verarschen und naja, ist dadurch voll auf die Schnauze geflogen. Und ja, nun beginnen wir noch einmal mit der ganzen Sache. So, ich glaube, von hier kamen wir im letzten Part. Also, schauen wir uns doch erstmal ein bisschen um. Belauschen die Leute. Na gut, okay, ein paar Gespräche hatten wir ja schon gehört. Also bei einem bin ich mir zumindest noch ganz sicher, dass wir es gehört haben. Pass auf, wohin du gehst, Bürger! Oh, der Bürgermann, ey, Alter! Ha, muss schon horchen, was die Wachen so zu sagen haben. Los, komm, schlag mal zu. Ich muss Wut sammeln. Ja, es gibt nämlich eigentlich eine tolle Art und Weise, den Gegner vor dieser roten Attacke auszuweichen. Ne? Nee, aber er müsste gerade eben nicht machen. Nicht? Komm schon nochmal. Uah, genau diese Attacke. Wenn wir nämlich so beiseite springen, können wir den ausweichen. Erst kurz vom Krepieren. Da latschen wir noch ein paar Mal. Oh, voll in die Eier. So ein Arme so. Würde mir ja fast leid tun, wenn sich mein Feind wäre. Grausam, aber wahr. Wo ist dein Schwert? Da ist es. Ich hab's glänzen sehen. Das will ich haben. Okay, nimm das. Dankeschön. So, da waren wir jetzt hier unten. Hier oben habe ich nichts gesehen. Schau mal hier hin. Hey, du da oben. Hast du das von Durden gehört? Ja, das haben wir schon gehört, dieses Gespräch. Mit dem Gesicht in der Gosse. Gut. Mausetot. Mausetot. Das ist doch mein Sprichwort. Mein Stichwort, nicht Sprichwort. Knapp daneben ist auch vorbei. Na gut, ich würde sagen, ich schnapp mir erstmal hier das Zeug von unseren Urahnen, bevor ich die zwei Jungs hier aussauge. Wo ist denn der? Hier ist er. Alles klar. Na dann. Wo ist der andere? Der liegt hier. Englisch ist er kurz vorm Runterpurzeln. Mensch, die sind aber schnell, der Totenstachel, muss ich mal so sagen. Normal dauert das eine Weile, ehe die einsetzt. Ne? Na gut, dann würde ich sagen, schauen wir erstmal auf den Marktplatz. Ja, da. Das ist viel zu teuer, alter Halsabschneider. Du bekommst es nirgends billiger. Habt euch abgesprochen, ihr habgierigen Bastarde. Die Steuern sind hoch, es gibt kaum Lebensmittel. Bedank dich bei den Sarafanen. Denkst du, ich zahle keine Steuern? Wovon soll ich leben? Das ist nicht mein Problem. Zur Hölle mit dir und deinen verdammten Lebensmitteln. Na gut, machen wir die erstmal zum Minna. Und wir hätten die Wache auf uns. Genau. Genau so. In etwa. Sollte das aussehen. Wollte schon sagen, der blockt gar nicht. Ah, das war jetzt aber ein knappes Spiel. Wo ist der Typ hingerannt? Shit! Wo ist die Frau? Hier ist die Frau. Ah, Mist, da war der Typ gewesen. Scheiße. Ach, dann renn doch weg. Meine Fresse. Aber noch einer. Noch ein Typi. Da stehen sie. Zwei Leute. Der eine ganz straff. Bist du jetzt der Obsthändler oder wer bist du? Er läuft wieder zum Stand. Könnte der Obsthändler sein. Sah der wirklich so aus? War der nicht so wie der? Achso, das sind zwei Obsthändler. Ist ja interessant. Gut, laufen wir mal zu denen. Hast du was erzählt? Frischer Fisch, alle Sorten. Flussbarsch, leckere Forellen, Tintenfische und Garnelen. Frischer Fisch, kein magisch behandelter Trockenfisch. Frischer Fisch, heute fangfrisch. Bis jetzt ist noch keiner davon krank geworden. Meine Fische glotzen nicht, als hätten sie die Dämonen der Hölle gesehen. Frische Fische. Ein Killab. Schön. Vor allem mit Magie behandelt? Hä? Was? Na gut, bei denen gibt es offenbar keine Chemikalien, mit denen die das Haltbarkeitsdatum des Fisches verlängern. Nein, bei denen wird mit Magie gearbeitet. Oder sie sehen diese Chemie als Magie an, wer weiß. Aber cool. Fisch, frisch, frischer Fische. Was? Aber der hat sich wirklich ganz lieb angepriesen. Da kann man ja echt nichts sagen. Meine Klotzen nicht doof. Herrlich. Oh, ich find's klasse. Gefällt mir. Mehr von davon. Nanu. Keiner zu Hause? Dann nehme ich eben das hier mit.
So, langsam aber sicher statt für unsere Erfahrungsanzeige. Das heißt, es dauert nicht mehr lange. Da gibt es ein Level Up. Gut, dann schauen wir nochmal hier raus. Haben wir wirklich niemanden vergessen? Oh, Sachen aussaugen nicht. Ich glaube, in die ganzen Türen hier ringsherum kommen wir nicht rein, oder? Nein, hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir nicht rein. Oh, guck mal, den könnten wir eigentlich provozieren. Wir nutzen diesmal die Raserei. Du da. Leg die Waffe hin. Fällt mir gar nicht ein. Ah, komm her. Aha, genau so wollte ich das sehen. Oh, du hast überlebt. Oh, da kommt mir was entgegengeflogen. Flapp, voll in das Gesicht. Müsst ihr euch mal vorstellen. Kane hat so einen Zettel hier ins Gesicht rein gehen. Oh, da ist gerade jemand brüllend davon gerannt. Na gut, da er sich nicht verteidigen konnte. Nicht so wirklich. Gute Sachen. Das Ende Papier hat sich jetzt aber... Genau, hier, da ruckelt sich einen ab. Ich sehe es genau. Sag mal, wer hat jetzt eigentlich sein Papier so rumfliegen? Es fliegt an mir vorbei. Tschüssi. Gute Reise. Komme ich hier hoch? Ja, ich komme hier hoch. Was ist das? Litfaßsäule oder sowas ähnliches? Das ist eine kleine Tür. So eine kleine Spindtür. Da kommt irgend so eine grüne Seuche raus. Pfui, Devil. Gar nicht wissen, was das ist. Er ist total radioaktiv. Zumindest sieht es ganz so aus. Gut, also hier unten komme ich auf jeden Fall nicht durch. Nicht weiter. Und jetzt hier noch ein paar Türen durchprobieren. Nein, geht's nicht. Da sehe ich irgendwie gar nicht. Auf der anderen Seite. Nee. Hier? Achso, das könnte der Weg sein, wo wir von Uma getrennt wurden. War ich hier schon mal oben drauf? Hier schon? Ach, hier sind die zwei toten Männer. Nein, hier komme ich auch nicht rein. So, da denke ich ja eigentlich, dass ich hier soweit alles erledigt habe. Ja, dunkle Gabelmenü. Stopp. Falscher Knopf. So, na dann. Ja, wo. Na, Kane, also weißt du. Juhu. Oh, da gibt's was zum Abspeichern. Ich sage, gehen wir mal drauf und speichern mal flott ab. Ja, speichern. Wir nehmen das, das. Fortsetzen. Perfekt. Ging doch ratzefatze, nicht wahr? Was sind wir jetzt? Eine Tür. In die wir nicht reinkommen. Oh, da ist Nebel. Oh, und da steht er noch. Da stehen zwei. Von unseren Freunden. Werten Freunde. So, den killen wir jetzt erstmal. Mensch, der ist aber auch angemalt. Ist das ein Bart oder ist das ein Tattoo mit seinen Kiefer ringsherum? Ah ja, er kommt. Checkt den Kunden ab. Guck mal, wie der läuft. Als hätte er Stierhoden an. Genau, tritt das mal dagegen. Uhuhuhu. Schön ruhig, Tier. Schleich. Der läuft durch die Gegend wie so blinder. Bup! Oh, da ist eine Wand. Hier kommst du nicht weiter. Dann gehen wir eben dort entlang. Hallo? Ist da wer? Wo bin ich? Mutti, bist du das? Ach, was soll's. Wird schon nichts Schlimmes gewesen sein. Ich laufe jetzt mal schnurstracks dort entlang. Und dann machen wir einen Platt. Ob das gereicht hat? Oh Gott! Na, was haben wir denn da? Holla, die Waldfee. Jetzt hast du mich aber erschreckt. Meine Fresse, hier muss irgendwo ein Nest sein. Komm, wie die Fliegen aus ihren Löchern gekrabbelt. Oder waren es wieder Ameisen? Ich weiß es nicht. Ist ja auch wurscht. Wissen etwa, was ich meine. Die haben auch überall tolle Waffen mit sich rumliegen, schleppen, wie auch immer. Die ich aber nicht brauche, weil ich habe eine bessere Waffe, ein Schwert. Das ist schon besser als ein Schwert, Leute. Kann ich mir nicht vorstellen, dass etwas besser ist. Hier ist noch eine Tür. Da komme ich nicht rein. Das ist bestimmt ein Tor, keine Kiste. Sieht aber fast aus wie eine Kiste. Oh, hier geht's noch hoch. Hm, da gibt's aber nichts. Achso, von dort kam ich. Na gut, da schauen wir weiter. Liegen überall Zettel auf dem Boden. Mensch, was ist denn bei euch los? Hau Klebstoff nicht gehalten, an die Wand zu heften. Da fliegt schon wieder ein Zettel. Und noch ein Zettel. Komm sofort raus, Iban. Ich weiß, dass du da drin bist. Ja, gib's ihm, Annie.
Was fällt dir ein, unser Geld zu verprassen? Ja, richtig so. Wenn du nicht sofort rauskommst, bring ich dich um, Bastard! Ich verfluche euch alle. Das war irgendwie seltsam gewesen. Vor allem, ich bring dich um. Wohin läufst du denn, wenn du ihn umbringen willst? Vor allem, die stehen nur daneben. Yo, Mann, ich wiederhole einfach das, was du gesagt hast. Redet ihr jetzt miteinander? Nee, irgendwie nicht. Oh. Sperrbezirk. Hier kommen nur die Arbeiter der Nachtschicht durch. Ich bin die Nachtschicht. Dann verrate mir, für wen du arbeitest. Ich arbeite für niemanden. Zieh Leine und lass mich in Ruhe. Wir sehen uns wieder. Bald. Ja, bald. Bis ich dich zwischen die Finger kriege. Dann wirst du nicht mehr so große Töne spucken. So, jetzt müssen wir aber die zwei hier umknüppeln. Und wir fangen erstmal mit der hier an. Die umzulegen. Jetzt kommst du, meine Teuerste. Aber was bist du? Na, Kane, mach doch nicht immer solche Luftschläge. Na gut, komm. Muck sie ab. Om nom nom. Vor allem der hinter dem Gitter, den stört das kein Stück. Och ja, ne, dann kill die nur. Auch wenn mir dasselbe Schicksal liegt. Sind ja Gitterstäbe zwischen uns. Muhahaha. Lass mich raten, ich komme nicht zu dieser Tür hinein. Genau, sonst waren die nämlich bestimmt gleich hineingeprescht, die zwei Mädels. Wo ist es hier drüben? Ach, hier. Ja, auf der anderen Seite war ich vorhin. Alles klar. Mussten wir eigentlich hin? Mussten wir nicht mit irgendwen sprechen? Guck mal, hier sind überall Löcher in der Wand. Ganz unscheinbar. Irgendwie. Seltsam. Da unterhalten sich wieder zwei. Oh, da ist wieder eine Tür. Komm mal nicht rein. Hol ich mal den beiden zu. Du hattest versprochen, dass du sofort nach Hause kommst. Beruhige dich. Wenn ich nicht mit ihnen trinke, kaufen sie mir nichts ab. Was macht es für einen Sinn, wenn du dein verdientes Geld sofort wieder verprasst? Was kann ich denn dafür? Schuld sind nur diese verdammten Steuern. Ach, haben sie die Alkoholsteuer etwa schon wieder erhöht? Null Gegenargumente. Ja, das gefällt uns. Und dann machen wir den gleich mal fertig und ziehen die Aufmerksamkeit von den Typen auf uns. Wow, das wäre ja beinahe schief gegangen. Stirb endlich! Ey, flutsch nicht zu weit, das wäre ungünstig für mich. Na gut, switch mal den hier erstmal aus. Und die Wache da drüben. Genau den da. Hat er meine Schläge blockiert? Ich weiß es gerade nicht. Sonst würde ich nämlich gerne die Waffe wechseln. Wobei, die liegt auf der anderen Seite. Wo schon auf der anderen Seite? Ich höre ein schreiendes Baby. Ob Vampire Blut von Kindern auch mögen? Ja, ganz schön makaber, wenn ihr mich fragt. Blut von Kindern. Eigentlich heißt es ja immer, dass Kinder noch schön zart sind. Und je älter die Menschen sind, dass das irgendwie ganz ranzig schmeckt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, schauen wir jetzt mal in... Oh, Madame kommt wieder raus. Sie kommt rausgeschlichen. Und die geht wieder auf ihre Position. Wie das Programm es von ihr erwartet. Wieder auf den Fixpunkt zurück. Na gut, dann schauen wir mal hier rein. Geht's offenbar rein. Sieht aus wie eine Taverne. Guck mal, da kann man Zielübungen machen. Ob die schon Dart erfunden haben oder ob das für Bogenschützen ist oder irgendwie sowas. Was willst du? Informationen. Uma schickt mich. Du hast eine Nachricht für mich. Ich weiß nur, was sie mir gesagt haben. Und wer sind sie? Glaub mir, es war dunkel und ich weiß nicht, woher die Stimme kam. Es war, als würde die Dunkelheit selbst mit mir sprechen. Ich soll dir diese Nachricht überbringen. Geh zum Händler in der Nähe des Lagerhauses. Er hat wichtige Neuigkeiten. Ist das alles? Nein, wenn du diesem Idioten Duncan sagst, dass du für Duckets Händler arbeitest, lässt er dich durch das Tor am Arbeiterviertel. Was für ein Duck? Hey, wo willst du hin? Ducktails, wuhu! Bastarde, Bastarde! Psst, nicht so laut! Meine Frau, meine Kinder, weg! Ich hasse diese Raffa, diese Bastarde! Schluss jetzt, du stürzt uns noch alle ins Verderben! Wieso tut sie uns das an? Das ist nicht fair! Tja, da kann sie dir wohl auch nicht helfen.
Sind doch Leute zum Reden hier, ihr Lack. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Ein Glyphenmacher? Einer von ihnen hat an einer Glyphe rumhantiert. Hat sie aufgeladen. Ich war in der Gasse, hab mich ausgeruht. Halt's Maul, was hat er gemacht, dieser Glyphenmacher? Er hat die Glyphe eingeschaltet und ist durch die Mauer ins Haus gegangen. Wie ein verdammter Geist. Ich habe ihn gesehen, wie ich jetzt euch sehe. Haltet euch von ihnen fern. Mehr sage ich nicht. Das sagtest du schon. Ja, ich hab's euch ja gesagt. Diese Typen sind keine Menschen. Nein, geh weg. Nein, geh weg. Pass bloß auf, Madame. So, wir richten jetzt erstmal hier drinnen ein Massaker an, wie sich das gehört für jemanden, die Kellen. Ach hier, die Kellnerin, die hat schon total Angst und alles. Tja, du bist leider wie ein Huhn, das in die Ecke gedrängt wurde. Ich glaube, das war die Kellnerin, oder? Weil sonst dürfte eigentlich, glaube ich, keiner mehr rumrennen. Ob nur, bis ich dich zwischen die Finger kriege. Kane, Luftschläge sind ungesund. Das geht nicht. Kann ich auch nicht so zum Affen machen. So, habe ich jetzt alle? Wenn ja, würde ich nämlich dann erstmal den Part beenden an dieser Stelle. Dich hier hatte ich schon, genau. Oh, hier ist noch eine Tür. Wo ich nicht reinkomme. Na gut, alles klar. So, Leute. Oh, hier, guck mal. Magie auf den Tischen. Fällt mir jetzt erst auf. Wo sind's Gläser? Ne, es könnten Lampen sein. Sieht aus wie Lampen. Stehen nur nicht überall. Wird kein Bioklass sein. Also, Leute, ich danke euch wie immer vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal.